Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Der Juni ist fast vorbei und wir befinden uns am letzten Donnerstag in diesem sommerlichen Monat und es ist mal Hörgenusszeit. Ja, es wurde mal wieder Zeit, dass ihr auch hier einen Hörgenuss bekommt. Ich verlinke euch die Stammcrew unten in der Infobox und auch die Playlist zum Hörgenuss ist immer unten verlinkt. Also schaut da super gerne mal vorbei. Bei mir gibt es heute einen kleinen, aber ich glaube sehr feinen Hörgenuss. In der Regel sind es ja Hörbuchtipps, die man eben auch als Buchtipp, als Lesetipp nehmen kann. Bei mir findet ihr aber ja auch immer mal YouTube-Kanäle, die irgendwas mit einem Hörgenuss zu tun haben oder wie heute einen Podcast-Tipp. Und zwar möchte ich euch heute einen sehr speziellen Stephen King Podcast vorstellen. Ja, in meiner Aufgabe als Kingsianerin fand ich es richtig toll, als ich über diesen Podcast gestolpert bin. Es ist nämlich er, ja, der Stephen King Podcast, den man auf YouTube zum Beispiel auch findet. Den verlinke ich euch, den Kanal in die Infobox, oder natürlich auch über Spotify anhören kann, wo ich ihn in der Regel höre, weil auf YouTube ist er auch nicht irgendwie groß mit Bild, sondern eben auch nur mit Ton. Aber wer gerne hier vielleicht mal reinhören möchte, der schaut in die Infobox. Ich verlinke das sehr, sehr gerne. Ja, man kennt ja bei Stephen King die Bücher von Sie und wir kennen Es und es fehlt irgendwie Er. Und das haben sich die beiden Männer, ja, die sich als große Fans von Stephen King sozusagen geoutet haben, eben auch gedacht und gesagt, Mensch, es muss hier jetzt mal irgendwie was mit Er her und was passt da besser als ein Podcast? Es sind bis auf die erste Ausgabe des Podcasts tatsächlich reine Buchbesprechungen und das finde ich total spannend. Jetzt kenne ich einen Großteil der Bücher von Stephen King und kann bei vielen der anfänglichen Werke, die sie jetzt chronologisch auch besprechen, tatsächlich immer ganz gut miträtseln, meinen Kommentar selbst sozusagen dazu geben, nicken oder Kopfschütteln oder hinterfragen, oder bin da auch ganz erstaunt, welche Fakten die beiden sozusagen sich da auch heraussuchen. Wir sind, glaube ich, so bei 15, 16 Folgen und ich habe die in den letzten, ja gut, wahrscheinlich so 4, 5 Wochen wirklich auch weggesuchtet, fand es total spannend, was die beiden zu den Hintergründen der Bücher erzählt haben, zu ihren Empfindungen, zu ihren Gedanken. Auch bei Büchern, wo es Filme gibt, wird natürlich auch über die Verfilmung mal gesprochen. In der ersten Ausgabe sprechen sie ein bisschen über sich selbst, ohne allerdings zu viel preiszugeben. Und ich finde es einfach großartig. Ich lausche diesen beiden wirklich wahnsinnig gerne, weil man das Fanherz spürt, die Begeisterung, die Euphorie, aber eben durchaus auch das Kritische, was man eben doch manchmal einfach hat und denkt, ach Mensch, Stephen, das Buch, das war einfach nichts. Und es ist faszinierend, ihn einfach zu lauschen, so ein bisschen auch zu merken, okay, auf wessen Seite ist man manchmal ein bisschen mehr, wer hat so die ähnlicheren Empfindungen zu Werken wie man selbst oder wo weicht es vielleicht auch komplett ab, weil es gibt auch ein, zwei Folgen, da sind die ganz begeistert von den Büchern und ich denke, naja, also so gut waren sie nun nicht. Und ich finde das tatsächlich super unterhaltsam. Es ist wirklich ein lockeres Plaudern. Man merkt, dass die beiden im Privaten, glaube ich, sich auch einfach sehr gut verstehen, sich da auch wunderbar über Gott und die Welt unterhalten können. Und es ist ein lockeres Erzählen über die Handlung der Bücher, über was einem da so auffällt, über Easter Eggs, die man sich irgendwie findet, auch zu den Hintergrundgeschichten, die Stephen King ja häufig auch in seinen Büchern preisgibt, in welchen Situationen er Bücher geschrieben hat, was ihn inspiriert hat, was ja, zu dem Setting geführt hat. Und das machen die beiden auch wirklich richtig, richtig toll. Also es ist auch gut recherchiert und es macht einfach Freude, da einfach auch so Stephen King-Nerds zu finden. Vielleicht nicht ganz so exzessiv, bin ich wahrscheinlich nicht unterwegs, aber ich finde es schön, immer Leute zu sehen, die noch exzessiver sind als man selbst. Und es macht einfach Spaß, dazu zu hören. Ich finde, beide haben eine sehr angenehme ja, Sprachstimmlage. Ich höre da einfach gerne zu, ich kann da gut folgen und ich finde es einfach großartig. Also wenn es da wirklich ganz nerdig irgendwo tief reingeht und wenn man dann eben nicht nur über die Bücher spricht, sondern eben auch die Geschichte dahinter, die Geschichte drumherum, die Geschichte auch in den Kontext der Zeit stellt, wann sie geschrieben wurde und dann natürlich auch über Verfilmungen spricht, weil es sind ja doch sehr viele Kings tatsächlich schon verfilmt worden und man da einfach auch merkt, okay, wie sind die Geschmäcker? Ich bin ja jemand, der die 90er-Jahre-Filme durchaus nicht immer alle gut findet, aber sagt so, für den Zeitgeist waren die 90er-Jahre-Verfilmungen gar nicht so schlecht. Also egal, ob es Es ist oder Friedhof der Kuscheltiere, was glaube ich noch Ende der 80er war, wo ich sage, ich kann dem nicht alle was ganz Gutes abgewinnen, aber ich bin ja auch mit denen groß geworden und habe da so eine ganz eigene Empfindung. Und so geht es den beiden auch. Also ich glaube auch so vom Altersunterschied trennen die doch ein paar Jahre. Ich weiß gar nicht, ob sie in der ersten Folge erzählt haben, wie alt sie sind, aber das ist auch vollkommen egal.
Und man merkt so ein bisschen, wie der Jüngere mit dem Älteren so ein bisschen manchmal auch diese Unterschiede hat, wo ich denke, ja, ich kenne das tatsächlich auch. Also, wo man einfach sagt, manches sieht man entspannter, weil man damit groß wurde, weil es damals auch einfach ein Maßstab war. Also, wenn ich damals an die erste S-Verfilmung denke, diesen Zweiteiler, und was da geschaffen wurde, was halt damals auch in diesem ganzen Horror-Genre so einen Stoß gegeben hat und einfach, ja, Impulse gegeben hat, und das einfach zu erleben und das ist dann halt einfach 30 Jahre was anderes, weil da ist vieles einfach auch schon da gewesen und es gibt einfach wenig Neues, und ich glaube, das machen die beiden einfach richtig, richtig toll, und das unterhält mich wahnsinnig gut. Jetzt gibt es natürlich auch Bücher, gerade zu den Anfängen von King, wo ich sage, da fehlen mir, glaube ich, noch 2, 3 Stück. Da habe ich mir trotzdem die Buchbesprechungen schon angehört, weil ich ihnen einfach so gerne zugehört habe und wirklich auch denke, großartig, und die mich dann eben auch durchaus mal motivieren zu sagen, okay, das ein oder andere Buch sollte jetzt vielleicht doch, was da so im Subregal ist, vielleicht demnächst mal gelesen werden oder auch Rereads. Also gerade als sie dann wieder über Friedhof der Kuscheltiere gesprochen haben, dachte ich, ach ja, wo das mit meistgelesenste Buch von Stephen King, könntest du eigentlich auch mal wieder lesen oder hören. Ich habe das ja auch als Hörbuch, aber man denkt ja immer, man muss jetzt auch mal die neue Geschichten, die ungelesenen Geschichten entdecken. Aber das macht definitiv Spaß. Also ich lausche den beiden super gerne. Es ist wirklich, als würde man einfach mit Freunden, die dann auch Stephen Kings Fans gibt, wo sind die in meinem Umfeld leider sehr rar sind, aber sie sind vorhanden, und sagt, wenn man da wirklich ein Buch zusammenliest und da in den Austausch geht. Und ich überlege gerade, es sind schon so ein paar Kings auch gemeinsam gelesen worden. Ich glaube auch gerade bei den Kurzgeschichten hatten wir so 2, 3 Lesegruppen. Das macht auf jeden Fall auch immer Spaß, so ein bisschen hinter das Bild zu gucken. Ich habe auch eine ganz liebe Freundin, mit der ich schon ein paar Kings gelesen habe. Und es ist immer was Schönes, sich dann auch einfach drüber auszutauschen. Und das hat man mit diesen beiden eben auch. Also würde man jetzt wissen, was ist das nächste Buch, und man würde es lesen und dann wahrscheinlich auch hören, hätte man noch einen ganz intensiveren Bezug zu dem Buch. Vielleicht passiert das ja bei dem einen oder anderen Buch mal, dass ich sage, okay, ich hebe mir die Folge auf, bis ich das Buch gelesen habe. Und gerade bei The Stand, ne, das ist ja so... Ach, mein großes Ziel, irgendwann The Stand gelesen oder gehört zu haben. Das Hörbuch ist ja auch schon sozusagen auf dem Sub, zusammen mit dem fetten Wälzer hier im Regal. Aber ja, für alle Stephen King-Fans, und ja, das ist jetzt schon wirklich ein sehr kleiner Kreis wahrscheinlich, ist das auf jeden Fall eine Podcast-Empfehlung, die ich toll finde, großartig finde, ich mich gut unterhalten fühle, und schaut gerne mal auf dem YouTube-Kanal vorbei oder wo ihr sonst eben einfach Podcast hört, und lauscht da mal, wenn ihr da vielleicht das ein oder andere Buch auch gelesen habt und sagt, oh, ich möchte da einfach mal ein paar Stimmen, ein paar Meinungen hören. Schaut da gerne mal vorbei. Jetzt bin ich gespannt, was die anderen Mädels heute so hochladen am letzten Donnerstag im Monat. Und ich freue mich jetzt auf meine Abo-Liste, wenn ich denn dann reinschaue. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Hörgenuss und habt vielleicht auch den ein oder anderen Hörbuch- oder Podcast-Tipp dann auch sehr gerne in die Kommentare. Würde ich mich sehr freuen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.